So, hallo, hallo, da bin ich wieder. Und hallo, Schimfabana. Hallo, hallo. Dafür, dass sie verheiratet ist und ihren Mann so sehr liebt, ist sie überraschend flirty mit uns. Ein bisschen, ne? Ist mir auch aufgefallen. Dass sie so ein bisschen flirty gewirkt hat. Aber auch sehr, sehr ängstlich. Achso, das Haus untersuchen. Stimmt, da war ja was. Ich wollte direkt in den Wald spazieren, aber das war ja nicht. Stimmt. Oh, Leder. Ah, okay. Komme ich hier so rein und raus? Okay. Das ist flirty? Ich dachte, sie hat ihren Mann umgebracht. Tja, nun. Wie man sieht. So, Herbst, ich brauche deine Unterstützung. Mit was? Wofür? Wie kann ich helfen? Mir klang so, als würde sie mit uns flirten. Was impliziert, dass sie gegenüber ihrem Mann doch nicht so loyal ist. Oder dass ihr Mann nicht mehr das. Oder das, richtig. So, ja, genau. Genau, vor allem zum Beginn so. Oh, du bist aber ein stattlicher Mann und so. Ich sage dir drei Zahlen. Was ist in D? Was in D? Was? Ich glaube, da fehlt ein bisschen was vom Satz, oder? So, erstmal ganz kurz gucken. 2. März im Jahre 1694 unseres Herrn aus der Feder des ehrwürdigen Fairfax Haskell, oh, auch der Gouverneur. Gouverneur der Kolonie von New Eden und das Umlander am Meister an Meister Fortune Schmiede London. Benennungsurkunde. Ernennungsurkunde. Mein sehr verehrter und von Gott begünstigter Mr. Heaton. Anlässlich unserer letzten und dringlichen Korrespondenz möchte ich mich auf euren letzten Brief vom 14. Dezember beziehen, in welchen ihr eure Interessen bekundet habt, zur Kolonie in New Eden aufzubrechen, wo ihr euren Beruf als Schmied nachgehen wollt. Da ihr sowohl in London als auch in Boston als fähigen Schmied und auch als äußerst frommer Puritaner angesehen seid, bin ich hocherfreut, euch mitteilen zu dürfen, dass wir euch hier mit Freude aufnehmen werden. Ihr erhaltet von uns einen kleinen Besitz, in dem ihr euer Gewerbe einrichten könnt. Außerdem werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch die benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch bitten, die erforderlichen Werkzeuge selbst mitzubringen, da deren Erwerb sich hier bisweilen als schwierig gestalten könnte. Bitte antwortet unverzüglich auf dieses Schreiben, allerspätestens in einem Monat, und bucht die Überfahrt schnellstmöglich. Enthalten findet ihr einen Vorschuss, um die Kosten jener Überfahrt zu bezahlen. Felder müssen gepflügt und Pferde behuft werden, und dafür benötigen wir dringend eure Dienste. Wir erwarten eure Ankunft noch vor Einbruch des Winters. An alle, die es betrifft, Fortune Heaton wurde hiermit als neuer Schmied in der Kolonie von New Eden beauftragt. Hochachtungsvoll, Gouverneur Haskell. Okay. Also drei Zahlen, drei Terms, aber ich packe nicht Zahl 1 zur Aussage 1,
Nur damit du weißt, wofür du dich entscheidest. Sie ist okay. Ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest, Swanny, aber mach mal ruhig. wir schaffen das. Hoffe ich. Oh, Tagebuch. Oh. Ich habe einen Freund gefunden, einen wahren, teuren Freund, einen guten Mann, der hin und wieder gesündigt hat, aber niemand etwas zuleide tun will. Er behandelt mich mit Respekt und ich ihn ebenfalls. Er hört mir interessiert zu und ich tue es ihm gleich. Aber vor allem ist er gutmütig. Und eine bessere Eigenschaft kann ein Mensch meiner Meinung nach nicht haben. Menschen erlangen Ruhm, weil sie reich sind. Oder Schlachten gewonnen haben, obwohl sie für ihre Gutmütigkeit berühmt werden sollten. Ich werde diese Seite für immer in Ehren halten, denn sie steht für den Moment, seit ich das Leben positiver betrachte. Hm. Oh, gut. Interessant. Wenn die richtige Zahl ist 42. Genau, alles sowieso immer 42. Ist die Antwort auf alles. Irgendwas scheint beim Bett zu sein. Ein Teil der Geschichte wartet nur darauf, enthüllt zu werden. En sho entraste toki min kurste. Nein. Nein. Es gehört nicht euch. Das ist kein Geist, der Nelly bedroht. Es ist ihr Ehemann. Er hat anscheinend versucht, das Bedürfnis, ihr weh zu tun, zu unterdrücken. Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Aber, und er will ihr halt nicht wehtun. Und, wow, okay. Also er wollte sie umnatzen. Aber er hält sich halt zurück, weil er sie wahrscheinlich halt mag. Oh. Schade. Also 11, 17, 24. Ich schaue Full Focus Herbstie zu. Ich schaue Herbstie im Lurk zu und mache Nebenquesten in Forbidden West. Oder ich schaue dir im Lurk zu und mache in Horizon die Hauptmission weiter. Okay, und ich soll jetzt sagen 11, also, und ich soll dir jetzt eine Zahl davon sagen. Also 11, 17 oder die 24. Genau. Das ist eine gute Frage. Es wird auf jeden Fall nicht die 17. Die 17 ist mir unsympathisch. Boah. Die 11. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWaith. Guck mal, wie flirty sie ist. Okay, danke. Und Swordy, was kam jetzt bei raus?
Ich finde aber schon, dass ich in jeder Konstante quasi mit dabei bin. Ja, das ist gut. Was hat Ellie jetzt ausgewählt? Ja, das interessiert mich auch. Nebenmission und du, Ellie. Prima. Sehr schön. Perfekt. Nebenmissionen sind wichtig. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Also ich kann... Gut, können wir machen. Schade, ich konnte ihr jetzt nicht sagen von wegen... Wow, du hast ja da was zum Anziehen für mich. Das ist viel zu teuer. Ich kann das gar nicht, ich kann mir das nicht leisten, Mädchen. Kann ich auf Raten kaufen? Oh Mann, oh nö. Ich höre die Lebenspunkteanzeige, dass du weniger Schaden erleidest du. Kann ich auf Raten kaufen? Mist. Das Hauptmission mit der 17 ausgeschlossen. Direkt. Sehr gut. Sehr gut. Siehst du, das war so direkt. Ich so, nee, die 17 ist mir unsympathisch. Bah. Hauptmission. Schmutz. Ich muss aber sagen, Swordy, ich find's cool, dass du nicht so 1, 2, 3 gemacht hast. Sondern einfach so random Zahlen halt. Finde ich gut. Kannst du Krempel verkaufen? Also ich kann was verkaufen, aber eigentlich brauche ich die ganzen Materialien. Das ist eher so das Ding. Ich brauche das ja alles für meine Rituale und so. Okay, ich brauche vielleicht keine 204 Leder. Aber das ist halt trotzdem nicht mal Ansatz. Selbst wenn ich alles Leder verkaufe, reicht das nicht. Ich komme da trotzdem nicht auf den Preis. Ich will nicht zu viel verkaufen, weil ich mir sicher bin, ich brauche den ganzen Stuff noch. Ich trotzdem nicht. Nee, leider nicht. Wie gesagt, ich will halt auch nicht zu viel verkaufen. Schade. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWraith. Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Oh Gott, nicht, dass er sich ertränken will. Kann ich dem das hier irgendwie folgen? Also hier gehen die... Ja, hier gehen die Fußspuren weiter. Ja gut, wenn es ein Salzwassergeist ist, dann wird er ja wahrscheinlich im Wasser sein. Ich habe auch die Fußspuren hier irgendwo verloren. Die Spektralspuren aufdecken. Ach, da! Das war eben aber noch nicht. Also, weil ich davor stand. Einen Moment. Ach so, deswegen habe ich das eben nicht gesehen, weil ich das nur das Leuchten gesehen Ziemlich habe. Ziemlich praktisch.
Wenn man sich nur vorstellt, wie viel Zeit wir in all den Jahren der Geister-HZ sparen können. Na los, lass uns den Schmied suchen. Ja, vor allem war ich ja hier schon richtig. Ich kann auch eins und eins zusammenzählen. Da geht's weiter. Hallo? Die steht aber leer. Ah, ja. Okay. Hier ist so eine James King-Bibel. Die kennen wir schon. Ich kann auch eins und eins zusammenzählen. Und dann habe ich kein Internet, weil die Kacke ist. Oh Gott, ja. Ja, das auch. Die sind, also handyvertragsmäßig sind die auch nicht gut übrigens. Also ich weiß nicht, ich hatte mit denen nur Probleme. Zum Glück habe ich bei denen nie Internet bestellt. Ich hatte nur mal bei denen einen Handyvertrag und der war auch nicht sonderlich gut. So. Hat Deutschland überhaupt gute Internetanbieter? Das ist jetzt so eine Auslegungssache. Ich bin theoretisch bei Vodafone und habe keine Probleme mit denen. Aber die Leitungen gehören der Telekom. Und hier war auch der Telekom-Techniker und sowas. Also Vodafone hat die Leitungen nur gemietet. Eigentlich ist es Telekom. Und Vodafone ist günstiger. Mit meiner Telekom und deren Router ist ass. Oh no. Ich habe einen von Vodafone mit dazu bekommen. Aber guck mal, aber dann liegt ja dein Problem nicht direkt an der Telekom, sondern eher an dem Router, den die haben. Die spuren hier noch weiter, ja. Wo ist denn der hin? Ich dachte, er fühlt sich so im Wald und so nicht wohl. Dafür geht er aber ganz schön weit rein. Was hältst du vom Schmied und seiner Frau? Fortune Heaton und seine Schmiede werden von einem Geist heimgesucht. Ja, aber wessen? Naja gut, sie meinte ja, er hat ja auch Dreck am Stecken gehabt anscheinend. Ne? Also ich weiß ja nicht. Und er ist auch ganz schön oft umgezogen. Ist der insgesamt, ich glaube, dreimal umgezogen oder zweimal? Wenn er jetzt nach Nuin halt ist, dann ist er halt zweimal. Dreimal umgezogen, ne? Vorher war er in Boston, dann noch woanders und jetzt in Nuin. Vodafone hat eine rebranded Fritzbox, Telekom hat ihren eigenen Router. Echt, ist das eine rebranded Fritzbox? Weil das sieht nicht aus wie eine Fritzbox. Ich war ansatzweise. Aber läuft.
Ich kann leider nur meine Internetleitung nicht upgraden. Also theoretisch ginge das, dass ich sie upgrade, aber mein Router, den ich von denen habe, den habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten, kann keine höhere Rate machen. Also keine höhere Geschwindigkeit. Der ist auf 100 gekappt. Was ich verstehe, ist deren Problem Stack Overflow. Ich hab's aber auch zum Beispiel nicht, dass sich mein Router großartig neu startet. Und ich krieg's nicht mit. Keine Ahnung. Also es gibt ja Leute, die haben so ihren Daily Disconnect oder sowas. Hab ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich auch nicht einstellen. Mann, ist er weekly. Kann auch sein, dass der irgendwie weekly ist oder so. Oh, was ist denn da los? Dafür aber gleich so 2 bis 3 hintereinander. Also ich habe bei mir noch nie einen Router-Neustart mitgekriegt. Wenn es das macht, dann nie, wenn ich online bin. Oder wenn ich am PC bin. Ich meine, es kommt meiner Meinung nach immer auf den Direktnetzbetreiber und der Region an. Ich habe auch Vodafone, der direkte Netzanbieter ist auch Vodafone. Und bisher, knapp ein Jahr, hatte ich einen starken Ausfall. Also ich hatte in den letzten... Gott, wie lange wohne ich schon hier? Seit 2017. Und ich habe von 2017 bis jetzt hatte ich einen großen Ausfall und ansonsten, ich glaube, 2 oder 3 kleinere Ausfälle, die nach einer halben Stunde bis Stunde wieder vorbei waren. Und das war dann irgendwann nur mitten in der Nacht und weil es halt irgendwie starke Regen oder irgendwie sowas war. Oder halt krasses Unwetter. Und ob ich schon... Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, Herr ist mein Hirte, wie noch nichts Mann, der Erfand ist. Scheiß Promenadenmischung. Scheiß Promenadenmischung, ach schön. Ach, Red. Ich konnte meine Toten wird. Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Sind sie weg? Ich danke euch. Wer immer ihr auch sein mögt, was immer ihr auch getan haben mögt, hab Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Fortune Heaton, ich bin euch also dankbar, dass ihr meines Weges kamt. Red McWraith, der Verbanner. Wart ihr nicht zu zweit? Waren wir, ja. Wie es der Zufall so will, bin ich auf der Suche nach euch. Das seid ihr? Weswegen denn? Ah. So. Die Router-Neustart habe ich selber eingestellt. Also ich habe nicht mal die Entscheidung dafür, dass ich ja irgendwie eine Router-Neustart machen könnte. Also ich habe in den Einstellungen von dem Router geschaut gehabt. Es gibt diesen Punkt einfach nicht, dass der sich neu startet. Ich kann ihn manuell neu starten, ja. Aber sonst? Mein Kopf so, 2017, das ist ja gar nicht so lange her. Wie lange genau? Oh, 7 Jahre. Ja. Ich wohne schon eine Weile hier. Ich muss dazu sagen, dass ich meinen eigenen Router habe. Ah, ja, okay, dann geht's vielleicht. Also ich habe immer mal wieder kurze Updates und ja, merke ich, weil dann immer so 1 bis 3 Uhr morgens sind. Nacht online sein ist echt mies. Ja, bei sowas dann ja, das stimmt. Und keinen gemieteten. Ah, ja, okay. Also theoretisch ist der Router, der da jetzt steht, ist es mittlerweile jetzt auch meiner. Weil ich musste ihn
Ich glaube, ein Jahr abbezahlen. Danke, Jesus, das ist meiner. Ich hatte auch schon mal überlegt gehabt, ob ich den austausche, aber... Er funktioniert ja. Ich habe keine Probleme damit. Und Hallöchen, Aria. Hallo, hallo. Mich auch 140 Euro kostet. Ja, Fritzbox sowieso teuer. Ihr mögt diese Kombi, ne? Strecken trinken. Ah, warte, da strecke ich mich kurz. Die können ja nebenbei quasseln. Und ich strecke mich nebenbei und trinke. Ihr seid also der Schmied? Gefällt euch die Arbeit? Ja, ganz gut, denke ich. Habt ihr viel zu tun? Ja, natürlich. Es wird viel gebaut. Dafür braucht man viele Nägel. Unmengen an Nägeln. Ein ganzes Meer voller verdammter Nägel. Toll, wenn ein Mann stolz auf seine Arbeit ist. Total stolz, ja. Mega. Und hallo, Blake. Weiß gar nicht, warst du vorher schon hier? Habe ich dich überlesen? Es tut mir leid, Wendel. Auf jeden Fall, hallo. Also sagen wir mal so, die Vodafone-Teile resetten sich selbst, aber man kann es nicht einstellen. Ja, aber ich habe keinen Router-Neustart. Und es ist egal, wann ich wach bin, wann ich am PC bin, das disconnectet sich nie. Ich hatte das noch nie. Es ist jetzt vielleicht ein oder zweimal vorgekommen, dass ich ihn selber disconnected habe, aber das war's. Also, dass ich ihn selber neu gestartet habe. Wie stehen die Dinge mit Nelly? Gut, ja, gut. Es ist schön, eine Frau zu haben. Ein Zuhause. Nelly ist eine tolle Frau. Intelligent, mutig, voller Großmut und Barmherzigkeit. Sie ist ein Segen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ach, wisst ihr, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen. Erinnert er sich nicht oder will er es uns nicht verraten? Ach, Mr. Heaton, nur keine Schüchternheit. Ein klitzekleines bisschen Romantik hat noch keinem Mann geschadet. Romantik? Ich habe hier bei etwas geholfen. Sie hat mir bei etwas geholfen. Wir sind zusammengeblieben, um einander zu helfen. Bei Dingen. Gut zueinander zu sein, das kann ein Paar verbinden. Romantik ist gar nicht immer so wichtig. Er stammelt aber auch was vor sich hin, ne? Also irgendwie macht ihr hier die Woche. Ich habe euch beten hören. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Güte, stammelt der da rum. Irgendwas. Ja, dachte ich mir aber auch gerade. Genau das dachte ich mir auch gerade. So wie er rumstammelt. Bei mir resettet sich der Router jedes Mal random neu. Okay. Das ist ja auch nervig, wenn das nicht zu einem festen Zeitpunkt ist, sondern einfach irgendwann mal. Was? Strecken trinken, extra kauen? Nein. Ich habe euch beten gehört. Ich dachte, ich hätte die Verse wiedererkannt. Wirklich? Sicher? Nelly stellte ihn als ehrfürchtigen Puritaner dar. Ja, sie wirkten katholisch auf mich. Ich, nun ja, vielleicht, nur ein Zufall? In Ordnung. Die Wahrheit ist, dass ich konvertiert bin. Ich habe es für Nelly getan. Ich bin, war Katholik. Es waren eher die Umstände, nicht das Überzeugung. Bitte, sag nichts. Ich darf hier nicht auffallen. Warum darfst du nicht auffallen? Das geht mich nichts an. Von mir erfährt es niemand. Ach, hab Dank. Jetzt schulde ich euch bereits zum zweiten Mal. Was macht ihr überhaupt hier draußen? Fürchtet ihr euch nicht vor der Bestie, die hier herumstreift? Ich musste den Kopf freikriegen, etwas frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne abkriegen. Die Schmiede ist, nun ja, sehr dunkel und heiß.
Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir spazieren doch alle gern durch den Wald mit unseren schweren Schmiedewerkzeugen. Warum habt ihr das Werkzeug mitgenommen? Ja, warum habe ich mein Werkzeug mitgenommen? Warum? Warum? Weil... Ja, weil? Weil es verflucht ist. Deswegen. Verzeiht mir. Ich verliere langsam aber sicher mein letztes bisschen Verstand und dieses gottverdammte Werkzeug ist schuld daran. Ich fange an, damit zu arbeiten und plötzlich ist der halbe Tag vergangen und ich bin an einem völlig anderen Ort. Und es kommt noch schlimmer. Oh. Wenn ich zur Schmiede zurückkehre, ist die Arbeit fertig. Das Werkzeug ist verflucht und es muss weg, so tief in den Wald wie möglich. Okay. Interesting. Das Werkzeug ist verflucht. Okay. Und hallo Orca. Hallo Shinfu. Hallo, hallo. Na, ihr beiden? Verbannerin Ellie. Jet. Ja, aber wir haben heute noch nichts verbannt. Noch. Noch. Wir sind nah dran. Was schlabert der? Ich verstehe es auch nicht. Haben sie euch befohlen, eure Frau umzubringen? Er wollte. Wir haben es gesehen. Schmiede wird heimgesucht bleiben. Hm. Wahrscheinlich das. Das Werkzeug loszuwerden wird euch nichts bringen. Die ganze Schmiede wird heimgesucht. Dann gehe ich da nicht hin. Sollen sie sich einen anderen Schmied suchen? Pigskins Nägel werden warten müssen. Könnt ihr helfen, Mr. McRae? Ja, aber ich kann nicht garantieren, dass euch das Ergebnis gefallen wird. Kehrt ins Lager zurück. Ich kümmere mich um das Werkzeug. Wenn ich alles habe, folge ich euch. Natürlich, mein Herr. Auf jeden Fall. Hab Dank, Verbanner. Ich danke euch. Junge, ich muss unbedingt mal mein Mikrofonarm ölen. Der macht die ganze komische Geräusche, wenn ich die verziehe. Hallo. Oh, irgendwo habe ich bestimmt noch WD-40. Das ist ja schlimm. Selber quietscht er so. Jetzt geht's wieder. Weird. Vielleicht ist Ellie am Quietschen. Nee, irgendwie. Manchmal quietscht der Mikrofonarm. Der hat es bei mir aber auch schwer. Ich schiebe die ganze Zeit immer hin und her. Weil ich keine fünf Minuten still sitzen kann. Ich den immer anders sitze. Ich den immer wieder neu justieren muss. Können wir hier rein? Wir können hier rein. Stimmen aus der Vergangenheit warten darauf, gehört zu werden. Ah, okay. Aber da komme ich nicht durch. Meins! Meins! Alles meins. Ja, Gollum, wir haben's. Der Geist erhebt Anspruch auf die Schmiede. Mit allem darin. Der Schmiedehammer aus dem Echo ist nicht im Werkzeugkasten. Wenn er hier nicht irgendwo ist, hat er uns belogen. Naja, hier... Lass uns rausfinden, wohin die Hintertür führt. Hier durch wahrscheinlich. Den Hammer suchen. Also ein Quietscher nicht, sondern beschwert sich lautstark gegen die ständige Änderung, Ellie. Achso, meinst du, der dachte sich auch gerade so, oh, ich bin hier gerade so schön justiert und dann auf einmal schiebt die mich wieder weg und jetzt schon wieder und oh Mann, ey, das ist wie wenn man gut liegt und dann muss man auf Toilette. Du hast dich gerade perfekt hingelegt, du bist kurz vorm Einschlafen und dann, du musst aufs Klo. Vielleicht denkt er sich genau das und denkt sich so, boah, nee, du.
Genau, Ellie. Genau das. Meinst du, deswegen beschwert er sich, ja? Das kann gut möglich sein. So, dann suchen wir mal Gollum. Aber vorher sammle ich noch Stuff. Meins. Und auch meins. Meins. Fortune, der Schmied, ging tief in den gefährlichen Wald hinein. Die Heimgesuchten machen oft merkwürdige Dinge. Ja. Vielleicht wollte der Geist ihn töten. Kann sein. Weil ist ja seine Schmiede und der Geist will ja diese Schmiede haben anscheinend. Bisschen gruselig jetzt auch, ey. Warum spiele ich sowas? Der ging halt wirklich, wirklich sehr tief in den Wald. Ja, hallo? Ah, da ist was. Ach so, das ist nur so ein Dings. Alles klar. Es lauert auf uns. An die Arbeit, Verbanner. Ich konnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Aha. Weißt du, ich bin so ein richtiger Schisshase. Aber erstmal, ja, Hauptsache irgendwie... Hauptsache hier irgendwie so ein Geisterspiel spielen. Grandios. Wer bist du denn? Hier ist nichts Interessantes. Entweder er ist da hochgegangen. Hier runter. Er ist hier runtergegangen, okay. Was ist denn da oben? Orte, die ich noch nicht kenne. Ja, dann decken wir das schon alles ein bisschen auf, ne? Ach, geht schlimmer, Ellie. Du kannst auch wie ein großer Schisser sein und was? Und Stalker spielen? Ach so, ach, das Spiel. Ein Glück, dass ich ein Soundlimiter habe, so häufig.
wie ich random anfange zu schreien wegen irgendwas. Oh, ich bin aber auch so, ich bin wirklich ein richtiger Schisser, aber... Naja. Also geht mir nicht anders. Oh, das ist... Oh. Das ist ein anderer Weg. Aha. Jetzt da theoretisch hochgehen, dann kommen wir aber wieder genau da unten an. Okay. Also nichts Interessantes. Eigentlich. Laut Karte zumindest. Ist er auch hier? Mhm, hi. Bist du auch so jemand, der sich vor Schreck erstmal die Maus wegschmeißt? Ich falle in eine kurze Schockstarre, sagen wir es mal so. Ich bin wie so ein Reh auf der Straße, wenn ein Auto kommt. Und dann stehe ich da erstmal so 10 Minuten. Also ich erschrecke mich, denn, also ich schreie halt dann so und dann falle ich in Stockstarre einfach. Ah, da ist ganz schön viel los. Und hier. Kannst du mich bitte nicht anhauchen? Das ist unhöflich. Der Hammer. Scheint, Fortune wollte ihn verschwinden lassen. Wo sind wir denn hier gelandet? Der Hammer bindet den Geist. Jetzt muss ich ihn nur noch kriegen, ohne mir dabei den Hals zu brechen. Ja, das wäre wirklich eine Schande. Oh, ich glaube, da geht's durch. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Hm. Du kannst nicht deinen Hui-Dingsbums machen. Nein, kannst du nicht. Cool, okay, cool. War noch nur eine Frage. Interessant, interessant. Oh, da geht's hoch. Warum geht's da hoch? Was ist da oben? Blablabla. Frühstück wollte nicht wirklich drin bleiben. Ich hab definitiv wieder eine Migräne. Oh nein, dann erhol dich gut, Blake. Ich hoffe, du hast was. Es kann nicht weit weg sein. Ist das hier nicht wieder sowas zum Supporten? Oh, das ist doch von da oben. Oh, ich wollte mich gar nicht heilen. Egal. Denn es ist doch von da oben. Oder? Ja. Wir haben ja noch den verrückten Geist. Bin gespannt. Aber ich werde, glaube ich, nicht jeden Menschen umbringen. Ich meine verbannen. Kann man dagegen dashen? Ich mach das, aber die macht es nicht.
Da steht LB zum Dashen, aber... Okay, LB, das ist LB. Ich hab noch mal extra nachgeguckt, macht nichts. Ich dachte, ich kann damit die Gegend dashen. Muss eine Falle sein. Ich nehme ein Echo wahr. In Ordnung. Echo. Dann wollen wir die Falle mal auslösen. Ach, das da. Nee, das ist nur Pflanze. Oh Gott. Sie kann Ellie uns auch verbannen. Das stimmt. Und meine Mods können das auch. Brüll doch nicht so. Oh, das kaputt machen bringt doch was. Leder. Du hast recht. Die Arbeit ruft. Ich wollte eigentlich mich hier noch umschauen. Ergreif Besitz. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitz ergreift. So. Nimm das! Oh, okay, er macht gerade. Oh, warte. Jetzt so. Loot, loot, loot. Oh, warte mal, da drunter ist auch was. Okay. Hier geht's überall lang. Oh. Schrecklich. Open-World-Spiele. Ah! Niemals werde ich die Hauptquest machen. Niemals werden wir irgendwo landen. Nee. Nee. Wir werden das Spiel niemals durchbekommen. Oh Mann. Ich will doch überall hin. Das liebste Spiel ist Mario. Es gibt nur eine Richtung. Nee. Da muss man noch springen und so. Ja, warum kann ich das da kaputt machen, aber das da nicht? Das da kann ich kaputt machen, das kann ich nicht kaputt machen. Wo war denn der Hammer? Da. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Das reicht, Nelly. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt, dass das wieder passieren würde. Nein. Ach, sieh dich doch an. Nelly wird heimgesucht. Ich will die Scheidung. Du bist keine Elizabeth Luxford. Du gehörst mir. Und lieber bringe ich dich unter die Erde, als ich dich jemals loslasse. Oh. Nelly wird heimgesucht. Geh weiter, Junge. Das geht dich nichts an. Ich glaube schon.
Was machen wir jetzt? Oh, lol. Ein abgegriffener Schmiedehammer durchnässt von Spektralspuren. Unsere Turteltauben hier haben einen Mann mit seinem eigenen Hammer ermordet. Wir sollten mit dem Geist reden. Ja, nun. Also, Nelly hat damit ihren Ehemann umgebracht. Und der andere Dude, der Fortune, halt hier, der hat diesen Hammer jetzt halt mitgenommen hierher, weil er sollte ja sein eigenes Werkzeug mitbringen. Und hat damit halt diesen Geist quasi immer mitgeschleppt. Und der sagte ja, der Ehemann auch, niemand soll dich haben, und selbst wenn ich dich unter die Erde bringe. Und deswegen wollte Fortune ihr auch den Hammer, also Ernst, damit rüberziehen. Oh boy. Mir hat eindeutig auf den Hammer gefallen. Kannst bezeugen, war ein Unfall oder so. Das war eigentlich Notwehr. Ja, aber also, wenn ich meine Frau wieder haben möchte, die gute Antea, dann muss ich ganz viele Menschen opfern. Nicht alle, aber viele. Ja, du bist ja da hinten. Also wir müssen eigentlich Menschen opfern. Viele. Nicht alle, aber viele. Aus dem Asthma-Spray? Wir sind die Verbanner an Thea Duarte und Red McGrath. Wessen Geist bist du? Müssen wir diesem Arsch wirklich noch länger zuhören? Mit den Toten zu reden, endet niemals gut. Du bist auch tot. Manchmal bin ich versucht, dir dazu zu stimmen. Wer bist du und was willst du vom Schmied? Meine Schmiede, mein Weib, meinen Namen, alles meins. Das Schwein hat sie mir gestohlen. Soll das heißen, unser Schmied ist ein Hochstapler? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nelly hat ihren Mann umgenannt. Der andere, der Fortune heißt, anscheinend, angeblich, hat dann sein Werkzeug. Und dieser Brief war halt ja auch an den gerichtet. Aber vielleicht war der Brief an ihn gerichtet. Er sollte die Schmiede hier bauen. Es war sein Werkzeug. Er sollte diese Schmiede hier bauen. Er kam aus Boston und aus sonst wo. Er wollte nach New Eden. Und dort seine Schmiede errichten. Viele oder furchtbar viele? Es hieß nur den Großteil wohl. Weiß nicht, was der Großteil heißt. Mehr als die Hälfte wahrscheinlich dann. Darum sind die Nägel, also, ja, weil der andere, der ist gar kein Schmied. Der weiß wahrscheinlich nicht mal mehr, wie das funktioniert. Der andere ist kein Schmied. Oh boy. Okay. Du willst den Mann, der dich ersetzt hat, in den Wahnsinn treiben. Sie kann mir nicht entkommen. Sinnst du nach Rache?
Ich will, was mir zusteht. Sie heckte es aus. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopfe. Und ich werde mir alles wiederholen. Also ändert trotzdem nichts daran, dass er creepy ist und irgendwie auch komplett einen Ratte abhat, aber... In dieser Nacht auf dem Deck, Nelly verlangte die Scheidung. Was ist dann passiert? Wir haben gesehen, was geschah. Ich will es aus seinem Mund hören. Was ist auf dem Schiff vorgefallen? Undankbar, hinterlistige, fehlgeleitete. Hurra. Vorsicht. Okay. Nun mach schon, Red. Übellaunig, schwach, ein wimmerndes Weib, das Zuwendung will, ohne selbst welche zu geben. Ich gab ihr ein Leben und sie hat mir das meinige geraubt. Sie hat ihn gedungen, mich zu töten. Das ist nicht, was ich gesehen habe. Stimmt, das, was wir gesehen haben, war, sie hat ihm eins rübergehauen, nicht er. Das, was wir gesehen haben, war, dass es Nelly war. Nicht der Dude. Warum bist du hier? Ich will, was mein ist. Was mir gestohlen wurde. Mir entrissen. Ich will meine Arbeit. Meinen Namen. Meine Frau. Deine Frau ist nicht dein Eigentum. Ha! Sie war niemand. Eine nichtsnutzige Dirne, die sich kräuterkundig wähnte. Ich fischte sie aus der Gosse. Ich erschuf sie erst. Das reicht jetzt. Ich wechsle kein Wort mehr mit diesem Schuft. Er ist auch schon ein Ekelpaket. Also das muss man... Weiß ich nicht. Muss man auch schon dazu sagen. Er ist schon ein richtiges Ekelpaket. Hä? Zwiegespalten, was es den angeht. Aber er ist eigentlich Fortune. Ich hab genug davon. Lass uns gehen. Jetzt wissen wir, warum Fortune Heaton gestorben ist. Er war ein wahrer Mistkerl. Aber Mord bleibt Mord. Nelly und ihr Gefährte werden immer noch heimgesucht. Und ich mache mir um ihre Sicherheit Sorgen. Interessant, interessant. Auch wenn er so heiß, aber Fortune hat er nicht. Tja, nee. So, klettern wir mal hier hoch. Und beide tot, würde ich mir funny finden. Oh, da sind wieder Irrlichter. Das ist nur Gedöns. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich dann wieder entscheiden. Entweder... Etwas versteckt sich. Entweder Fake Fortune, der Real Fortune oder Nelly. Das ist gerade irgendwas versteckt. Geht es nur mir so, oder... Ich habe es auch gespürt. Ach, da hinten. Loot. XX the Real Fortune. Ja, genau so. Müsste so ein Schild um sich tragen, so mit so definitiv der echte Fortune oder irgendwie so. Ah, komm, wir kloppen uns noch, oder? Was zwischen Unterschlupf und Reisen? Ist das hier ein Unterschlupf? Nee, befindet sich ein Unterschlupf. Oh, echt?
Wo denn? Hier drinne? Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Ja, feucht und kratzig hört sich auf jeden Fall echt bequem an. Toll. Ah, schön. Und hallo, Riza. Hallo, hallo. Na, du? So, genau, das ist jetzt markiert. Sehr schön. Da wollte ich aber genau, da hinten wollte ich hin, weil die wollte ich doch kloppen. Ich kann dir helfen. Was willst du zu helfen? Oh, das ist, oh nein, das ist wieder so ein Kampfding. Aber das erhöht meine Stärke auf Dauer. Ja, okay, warum nicht? Feucht und kratzig wird eher nach einem Körperhygieneproblem. Dieser Schemenhort muss gesäubert werden. So, was hatten wir? Das war das hier, glaube ich, letztes Mal, ne? Kabamach Arsenales. Da ist noch einer. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Der Teufel soll dich holen! Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Sie kriegen Verstärkung. Denkt ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Ah, du willst also kämpfen? Warte. Oh. Echt? Für 12? Ah, er ist der Alpha, okay. Vergesst immer, dass ich auch blocken kann. Darf ich auch mitmachen? Nö. Alles meins. Plus eins auf alle Attribute. Geil. Aber auch nervig. Die Kämpfe sind nervig, aber trotzdem geil, dass ich wenigstens richtig nice Stuff dafür bekomme. Könnten da jetzt rein. Oh, das kann ich noch nicht. Das haben wir schon. Schlingefeu. Diese Schemen, oder? Die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Soweit ich weiß, kann ich das auch nicht. Aber wir haben. Also wir haben sowas schon mal gesehen, aber bisher habe ich das noch nicht gelernt. Zur Schmiede zurückkehren. Ja, okay, jetzt schon ein bisschen weiter. Warte mal. Dass das Bild immer so ganz kurz einfriert. Wir haben hier aber noch ein Fragezeichen, was ich noch nicht habe.
Was alles meins? Ellie Fortune? Was? Den Weg komme ich noch nicht lang. Gar nicht gruselig oder so. Hier einmal rumlaufen. Oh, hier ist Hütte. Oh, warte, das ist die Dingshütte, ne? Wir sind hier durchgegangen, stimmt. Warte, dann laufe ich hier erstmal ganz kurz hoch. Das müsste noch das Fragezeichen sein. Oh no. Oh no. Oh Gott. Interessant. Sehr viel Blut. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Mhm. Ah, weiß ich nicht, soll ich das so... Schön hier. Kannst du mich endlich sterben? Der Schemen sucht nach einem Körper. Die Leiche schießt gleich. Halt den Schemen von der Leiche fern. Noch einmal, mit Gefühl. Du musst schneller werden. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Oh Gott. Oh Gott, das verlangsamt. Das verlangsamt ist. Achtung! Und cool. Nicht, oder? Oh Gott, nee, das ging nicht. So wird das nichts. So. Oh Gott, wow. Kamera, bitte nicht. Du weißt das nicht. Ich bin bereit. Elite besiegt. Boah. Auch wieder plus eins auf alles. Boah. Aber ich habe meine Heilung ist wieder voll. Nice. Das ist nett. Aber noch einmal mit Gefühl und Harmonie. Ja, genau. Hier komme ich nicht runter.
Wir müssen ja doch jetzt auf der Karte markiert sein, ne? Elite. Ja. Da kam ich auch noch nicht durch. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation. Ja, hier genauso. Dann sprinten wir mal wieder zurück. Der Schmied hat wohl das Weite gesucht. Der Schmied, ja kein Schmied ist, meinst du? So. Und ich habe seit 20 Minuten die Pause verpennt. Dann, naja, machen wir hier einfach mal kurz Pause. Oh, warte, ich kann da noch was aufmachen. Dann holen wir mal ganz kurz die Pause nach. War alles so actiongeladen hier. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann gehen wir mal zur Schmiede zurück und dann, ja, ich weiß auch noch nicht, konfrontieren wir die erstmal und dann schauen wir mal, wessen Leben wir entziehen. Okay, bis gleich.